Ja, du, grüß euch und herzlich willkommen. Heute geht es mal um das Thema Akamai-Aktie ganz kurz. Ich hatte hier ja eine Analyse gemacht und zwar am 14.12.2019, sprich Ende letzten Jahres. Und schon da hatte ich auch die ganzen Pros und Cons herausgegriffen. Ich verlinke euch das Video hier nochmal, könnt ihr euch gerne anschauen. Und ich habe auch hier nochmal einen sehr guten Kommentar vor 3 Tagen hier bekommen von Spaces Shuttle. Ja, also vielen Dank für diesen doch recht positiven Kommentar. An dieser Stelle, ich habe mich auch hier bedankt, hast du auch ein Herz bekommen und ich sehe nach wie vor die Akamai-Aktie ja, als ein sehr interessantes Investment. Man darf hier eines nicht vergessen: Wir reden ja die ganze Zeit davon, dass alles gestreamt wird und ja, Streamingdienste, Netflix und so weiter profitieren von der Krise, alle diese Dinge. Das war eines nicht vergessen, oder auch TeamViewer und Zoom-Tools und alle möglichen Webkonferenz-Tools und all diese Sachen, all diese Software. Und darf aber eins nicht vergessen, dass all diese Firmen, Zoom, TeamViewer, ja, wo auch Aktien mit Kopf vor kurzem ein Video drüber gedreht hat, ja, all diese Firmen, die sozusagen steil bergauf gegangen sind, ja, als Profiteur dieser Krise. Ich habe es auch in meinem Video schon im Dezember sehr gut erklärt, hoffentlich. Es gibt nur wenige Firmen, die im Hintergrund die Serverinfrastruktur besitzen, um diese Streams, um dieses ganze Streaming auch gewährleisten zu können. Und Akamai Technologies ist eine dieser wenigen Firmen, die diese Potenz, also dieses Potenzial, dieses starke Netzwerk an Servern überall auf der Welt haben. Also das ist ein Marktführer im CDN, also das heißt Content Network Delivery, also CND, sorry. Und sind deshalb auch sehr stark im IT-Security, weil man hier eben auch DDoS-Attacken mitigieren kann. Aber das würde jetzt zu weit in die Einzelheiten führen. Wenn euch das Thema Akamai Technologies oder ähnliche Technologieaktien, weil das ist ja mein Steckenpferd, ich komme ja aus dieser Branche. Ich habe ja mal auch Akamai als Kunden gehabt für ein Jahr und habe dort eben entsprechend New Business Generation betrieben, große Projekte an Land gezogen, etc. pp. Dass ich halt hier nochmal ein extra Video drüber drehe mit detaillierterem, ja, mit Detailwissen. Falls euch das interessiert, haut es mir bitte in die Kommentare, dann werde ich mir mal extra Zeit nehmen am Wochenende. Weil ich bin mit meiner Firma hier, mit meiner Agentur relativ gut beschäftigt momentan. Ja, man mag es kaum zu glauben, trotz Krise. Man muss sich einfach nur ein bisschen anstrengen und die Extrameile gehen. Ja, ich sage immer zu meinen Mitarbeitern, wer nicht bereit ist, besonders in Krisenzeiten auch mal zu arbeiten, wenn es draußen bereits dunkel ist, und wir haben ja immerhin jetzt bald Mai, ja, also es wird erst sehr spät dunkel. Der sollte sich vielleicht auch mal umschauen, ob er nicht vielleicht auch einen gemütlicheren Job irgendwo als Beamter findet. Ja, also das ist nur mal so am Rande. Also, wenn ihr mehr dazu sehen wollt, ja, zu dem ganzen Thema hier, tralala, dann, ja, dann schreibt es doch bitte in die Kommentare rein und dann machen wir das doch auch sehr gerne. Und ich habe hier auf jeden Fall, würde mal sagen, dass wir hier einen sehr guten Aufwärtstrend haben. Man sieht hier zum Beispiel, wie wenig das Akamai überhaupt berührt hat. Ja, dieser stärkste Crash seit 1929. Ja, ja, hier mal auf dem Einjahrescharts. Ja, gut, also es waren vielleicht 18% oder 10%, aber hat nicht sehr lange gedauert, bis dann wieder die Gegenbewegung eingesetzt hat. Also es gibt ja sowieso ein paar Technologieaktien, wo man das Gefühl hat, es gab überhaupt keinen Crash. Ja. Ist vielleicht auch teilweise gefährlich, aber wir werden sehen. Das soll es gewesen sein für dieses Video. Wie gesagt, wenn euch Akamai Technologies oder auch Network Securities, also diese ganzen Cloud Security, IT Aktien, wenn euch, also nicht, ich meine jetzt was anderes als wie nur immer Apple, Microsoft und Amazon, da wo ja immer alle drüber reden, ja. Ja, nicht jeder kann dieses Detailwissen haben, ist mir auch klar. Aber wenn euch das interessiert, wie gesagt, haut es mir bitte in die Kommentare, damit ich das auch wirklich weiß. Ja? Und wenn es halt zwei, drei oder mehr, ein paar mehr Leute sind, dann mache ich mir auch extra die Mühe und haue ich da mal ein paar Insights raus. Ich weiß nicht genau, wann ich es hinbekomme, weil ich muss mir extra mal eine Stunde oder zwei hinsetzen und dann ein solides Video drehen. Aber irgendwann am Wochenende werde ich es schon irgendwie hinbekommen. Okay, bis zum nächsten Mal. Euer Thomas Klein und tschüss.